Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Bus Simulator 21. Nächste Mission steht jetzt heute an, und zwar griff zu dich an, verbinde Timber Ridge. Sitze zwei Busse mit Planetarium Werbung. Okay, wir können ja wieder kaufen. Okay. Ah, oh, das ist ja Pipifax. Während ihrer Hauptverkehrszeit, ah, alles klar. Was war das jetzt wieder? Ach so, Fahrgast mit lauter Musik ignoriert. Gut. Dann müssen wir eine Route erstellen. Von nach. Gut, neue Route erstellen. Das kriegen wir noch hin. Route 27, das heißt, wir müssen nach Observatory, ne? Was ist denn das? Mayfair Avenue. Warte mal. Ja, von nach Timberwitch. Wo ist das Observatorium? Ich verarsche jetzt gerade? Was ist das? Was ist das? Hm? Spielgerät? Das ist Timber Ridge. Ach so, die Haltestelle heißt so. Oh. West Forest Road. Bobby's Rest. Copperpot Church. Vermutlich heißt die Haltestelle dann so. Observatory. Ja, natürlich. Okay, das West ist gut. Forest Road. Ich will einfach das Scheiß gut. Copperpot Church. Also kann ich ihn nicht ansetzen? Ansetzen? Apple Farms Walk. Aha, perfekt. Gut. Wieder eine Route um 19. Und um 4 Uhr. Okay. Bobby's Rest. West Forest Road. Observatory. Hillside Stop. Novak Academy. Gut, dann nehmen wir die so mit. Übernehmen wir die Einstellung. Dann muss ich jetzt gerade mal gucken, ob ich noch Busse kaufen kann. Observatory. Dann versuchen wir es heute mal anzusenden. Also wir müssen ja die Busse, zwei Busse kaufen, die werde ich jetzt auch machen. Sonst hat es mich eigentlich wollte ich jetzt nicht das. Die muss mitnehmen. Aber egal, alles gut. Dann geht der geht sowieso. Dann wahrscheinlich auf die nächste Route. Ich brauche jetzt erstmal. Muss jetzt gucken. Ich muss zwei neue Busse mit. Mit was für Werbung? Planetario-Werbung. Alles klar. Ja, wir haben Geld. Ne? Wir haben ein bisschen Kohle jetzt gerade. 24.000, also 800.000. Ich kaufe jetzt den hier. Ja. So. Buswechsel. Jetzt haben wir Dennis da. Oder? BYD? Ne, BYD ist es. So. Anpassen. Ja, wir sehen da. 70 Grad. Ja. Okay, erste Werbung haben wir drauf. Genau, das ist die Observatoriumswerbung. Das heißt, ich steige jetzt wieder aus dem Bus aus, kaufe jetzt den nächsten direkt. Warte mal, halt. Wir machen das jetzt anders. Route wählen. Den Kalender, dann haben wir den hier, den Alexander Hauptverkehrszeitbus. Ja, natürlich. Und dann kaufen wir jetzt noch einen zweiten Bus. Ja.
Wir haben jetzt noch 400.000. Ich hasse es gar nicht, noch nicht freischalten, freigeschaltet haben. Ne? Die hätte ich ja gerne einen. Das ist so ein kleiner, okay. Was hat? Volvo. Hubert. Nein, City. Nehmen wir denn für schönen Bus? Sigma? Ja, aber noch. Ja, nehmen wir Sigma mal. Haben wir da auch noch nicht freigeschaltet. Haben wir auch noch nicht gefahren. Nehmen wir ein schönes Amazon. Ja. So, den kaufen wir jetzt auch noch. Das ist der Planetar. So, den kaufen wir jetzt auch noch. So. Dann bauen wir eben noch mal schnell eine Werbung. So, Bus wechseln. Hubert Sigma. Anpassen. Werbung. So. Ist es der? Ja. Perfekt. Hauptfarbe. Zimtfarbe. Ah, nee. Mission abgeschlossen. So, wir gehen an der Route um 19 Uhr und um 4 Uhr. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen los. Aufgabe jedenfalls ist zumindest mal. Jetzt haben wir noch 57.000. Also, wir haben zwei neue Busse gekauft, ne? Leider die anderen. Den Diss war auf einer der ersten Routen hier mal ein. Vollzeitbus ist der Sigma. Der geht auf die Route. Da müssen wir mal wieder ein bisschen Kohle machen, auf jeden Fall. So, Route wählen 27. Jetzt fahren. Ja. Viel Spaß. Ja, danke schön. Ich stecke mein Bus hier irgendwie so ein bisschen. So, bitte 27, jetzt fahren. Das Nein. ist doch ein neuer Typ Bus, oder? Ja, das ist ein neuer Typ Bus. Hör mal. Ich bin unterwegs. Ich hab sie. Du weißt schon. Wir haben Schellen. Bis gleich. Ja. Ich dich auch. Cool, danke. Für die Information. Puh, zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Wenn der Bus immer so pünktlich kommt, verkaufe ich doch mein Auto. Dann fahren wir zu Apple Farms. Walk. Das muss ja nicht sein. Wir müssen die nächste Route jetzt auf jeden Fall das Wagen gehen hier. Das fand ich ja natürlich schon sehr gut. Hallo, ich brauche technischen Support bei. Oh. Nee, das mache ich jetzt nicht. Den jetzt zu überholen, nee, das macht jetzt keinen Sinn. Von der Haltestelle. Guck mal, der geht dann mit dem Kopf durch die Decke.
So. Hat er doch so viele Kunden jetzt sofort, dass er so viel Fahrgäste macht? Weil ich stehe jetzt hier gerade ein bisschen über an. Irgendwas ist da vorne gerade nicht in Ordnung und ich weiß auch nicht, was es ist. Ich guck mal, weil. Ja, ich gerade ein bisschen. Jetzt gerade zwei Busse da anstehen und nicht weiterkommen. Du kannst auch die Tür aufmachen, Kollege, da kannst du eine. Hoffentlich ist es nicht der gleiche Fahrer wie gestern. So. Hast du Tür zu? Kannst du weiterfahren? Er möchte gerade nicht, ja? Das darf nicht sein. Du kommst mit. Nein, ich komme nicht mit. Ich will einen Bus wegfahren, damit ich Platz und ich. Letzte Nacht hat meine ältere Enkelin der Kleineren eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Oh ja, ernsthaft. Also hat sie sich anhand der Bilder eine Geschichte. Willst du mich verarschen, dass du jetzt mit meinem Bus kommst? Das war so süß. Apple Farms Walk. Mein Gott, ey. Jetzt fahren. Samsoft scheint ein toller Arbeitsplatz zu sein. So, jetzt. Mein Gott, ey. Warum sagst du denn, jetzt bieg rechts ab und dann doch nicht rechts abbiegen? Willst du jetzt eigentlich flachsen? Das Spiel hasst mich gerade. Ja, wo ist die stark gebogen? Oh, Spiel, ey. Du sagst mir gerade, jetzt bieg doch rechts ab. Die Fahrkarte wäre ein bisschen zusammen. Alter, mal weiter. Aber okay, alles gut. Ich nehme mal ein bisschen das Gas jetzt gerade weg, also habe ich jetzt irgendwie zu. Ein Fußgänger pro Folge reicht irgendwann mal. Nein, alles gut. Ready, stop ist die Mitte. Ding, ding. So, das müssen wir auch noch kriegen. Ah, ja gut, ich und wohin geht's jetzt? Was für eine Nacht. Ich bin völlig nur hin, durch. Bitte. Ich wette, Samsoft ist gut im Geschäft. Moin. Eine Fahrkarte, bitte.
so. Ich war neulich mit meiner Familie zelten. Ein guter Freund von mir, Josh Graham, kennen Sie ihn zufällig? Hat uns ein schönes Fleckchen in Coyote Bush empfohlen. Was für ein Wochenende. Wir saßen am Lagerfeuer, erzählten uns Geschichten. Meine Tochter kann das inzwischen auch schon. Sie wollte die ganze Nacht wach bleiben und Geschichten erzählen. Aber wir wollten auch am nächsten Morgen früh raus und wandern gehen. Also habe ich gesagt, mach doch nur für eine Sekunde mal die Augen zu. Und schon war sie eingeschlafen. Als ich am nächsten Morgen aus dem Zelt kam, war sie schon längst putzmunter. Kinder, die haben so viel Energie. Haben Sie Kinder? Normale einfache Fahrkarte. Okay, danke. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Ja, gerne. So, da vorne ist schon die nächste Haltestelle. Danach kommt Observatory. Und da hoffe ich, dass da viele Fahrer zu stehen haben, viele aussteigen müssen. Dass wir die 14 Leute direkt drin nur zusammen haben. Was macht ihr da? Früher habe ich auch das Auto genommen. Ist das kalt heute Abend? Okay. Wenigstens ist der Bus geheizt. Alles klar, danke fürs Ticket. Ja, normale Fahrkarte, Wochenkarte. So. Nächstes Halt, Observatory. Ich brauche eine 3 Sterne zur Zufriedenheit auf der Route hier. Dann hätten wir das auch relativ zügig erledigt. Wir müssen vor allen Dingen auch um die Uhrzeiten, müssen auf die Uhrzeiten achten. Also 19 Uhr müssen wir dann halb die 4 Uhr noch einsetzen. Die Tag- und die Nachtfahrten. Ich setze sie noch einfach als Vollzeitbus ein. Dann kann ich die auch zu spät noch fahren. Wenn ich die Straße bin, würde ich gerne ja, das könnte funktionieren. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ohne Probleme geschafft. Oder? Warte mal. Seniorenticket einfach auf der Karte. War ja schon gesehen, was da wieder an der Tür steht. So, Seniorenticket einfach auf der Karte. Quatsch. Ja, 2. So. So, dann machen wir uns aus der Kasse raus, dann gehe ich mal kurz zu der Tür, weil da irgendwo einer wieder drin steht. Die hier nette Dame hier. Möchte das gerne? Was? Fahrkarte? Oh, Vorsicht! Da steht ein Bär hinter Ihnen. Das hat wohl nicht gezogen. Hätte ich gerade gemacht, die Aufgabe? Warte mal. Observatory. Ja, wollte gerade sagen. Und jetzt brauchen wir noch die... Jetzt haben wir die auf der Hauptverkehrszeit noch und fahren wir die in der Nacht noch und dann haben wir sie eigentlich schon fast durch. Also 19 Uhr, 4 Uhr, ich setze gleich, wie gesagt, das ist jetzt die Hauptverkehrszeit hier. Glaube ich zumindest, wenn ich das richtig im Kopf, wenn ich das richtig eingestellt habe, müsste ich sagen, ich habe die Hauptverkehrszeit. Okay. Mal kurz weg geht's. Ja. Aha. Warte.
Komm, steh auf. Hallo. Ich glaube, meine Fahrkarte ist abgelaufen. So, ist halt voll hier heute. Na gut, aber wie gesagt, das ist nochmal, das sollte auch ein verkehrsfreier sein, wenn ich es richtig eingestellt habe. Komm, na, nichts anderes, da könnten wir tatsächlich schon in den Zweiter kommen. Ah, Studententicket. Warte. Danke. So. Ich nicht. Hallo. Hi. Danke. So, die nächste Haltestelle ist die Endhaltestelle. Ich plane... Oh, Alter. Ich plane den Bus nachher, wie gesagt, als Vollzeitbus ein. Ich musste den nämlich jetzt, glaube ich, während der Dings fahren. Warte mal. Gucken wir gleich, wenn das funktioniert. Ist das ein Verarschen? Ach, das scheiß Auto, was da steht. Ach, geht mir. Entschuldigung. Das muss so. Das wird Abzüge geben. Novak Academy. Nur Haltestelle ist ausgebaut. Naja, zumindest die 3 Sterne haben wir ohne Probleme. Supi! Novak Academy. Alter, hey, wir haben doch die. Ah, okay. Reicht uns von 3 Sternen auf eine Route während ihrer Hauptverkehrszeit. Okay. Also, wir haben jetzt die 2:19 Uhr und die 4 Uhr auf jeden Fall. Die haben wir schon weg. Gut, dann dachte ich mir, müssen wir nicht nochmal fahren. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen jetzt nochmal eine Route auf einer Hauptverkehrszeit fahren. Route wählen. So. Nach Routen-ID. Alles klar. So, jetzt müssen wir noch mal was gucken. Dann nehme ich den Vollzeitbus. Den als Vollzeitbus jetzt gerade. Hauptverkehrszeit ist Tag. Ah, verstehe. Hauptverkehrszeit ist Tag auf dieser Route. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen die Zeit vorspulen. Und dann müssen wir das ganze Ding nochmal am Tag fahren. Nicht in der Nacht, sondern am Tag. So verstehe ich das gerade. Okay. So, Route wählen, Route 27 und jetzt fahren.
Novak Academy. So, wir hüpfen mal rüber zur Apple Farms Walk. Nee. Sie hüpfen mal rüber. Schnellreise. Wir müssen sie ja nochmal fahren, weil wir brauchen ja die Hauptverkehrszeit. Die drei Sterne. Dann kommen wir so eigentlich relativ zügig durch. So, machen wir die Tür wieder auf. Jetzt lass mich in Ruhe. Also sag mir bitte nicht, dass die wieder schön auf der Erde. Nochmal anders. Ich hoffe, dass ich jetzt so. Ja, bitte. Hey, bin ich froh, dass ich es rechtzeitig geschafft habe. Der Bus muss jetzt gleich kommen. Das ist aber nicht meiner. Der steht hier gegenüber. Ist so jetzt eine Wiese oder so, dann drehe ich den hier einmal komplett. Ich muss jetzt gerade gucken, ob ich den jetzt hier einmal komplett gedreht bekomme irgendwo. Das ist klar, dass jetzt auch ein paar. Dass das jetzt wieder dauert, wenn ich das Fußgänger darüber gehen. Hör auf! Alter! Gerade gucken, wo drehe ich denn hier am besten? Ich muss ja die Route noch mal fahren, ne? So, warte mal. Route wählen. So, dann fahren wir zu Apple Farms Walk. Und wir müssen das Ding ja... Doch nicht rüber, okay. Wir müssen jetzt auf der Kastzeit dieser tagsüber. Ich habe das Ding angezeigt. Müssen wir die ja nochmal fahren oder brauchen wir die drei Sterne und die haben wir ja dann hin. Dann kriegen wir die hin und haben wir die Aufgabe gelöst. Ja, die zwei Fußgänger auch gesehen. Wissen wir, ihr macht das ja auch. Dann fahre ich jetzt einfach kurz vorbei. Satz, hier mal einen Wendepunkt zu finden mit dem riesen Ding, da muss man nämlich ein bisschen aufpassen. Oh, mein erster Rollstuhlfahrer heute in der Aufnahmesession. So, und jetzt Aufgabe gelöst. Wir haben Zahltag. Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich... Nee, wir müssen auf die Route abschließen noch. Ja. Habe ich ja gerade ausgebaut schon. Auf Stufe 6 mittlerweile schon. So. Normale Fahrkarte, Tagesfahrkarte. Zwei.
Ja, mach ich dann wieder. Das war eigentlich geplant schon. Nehmen wir sie mal raus, damit der Fahrgast da rein kann mit seinem Rollstuhl. So, Rollstuhlfahrer drin. So, ich mach jetzt. Was ist denn der? Was ist unser Partylöwe? Moin. Ach, hier. Ja, bitte. So, gerne. Und weiter geht's. Schließe die Tür. Natürlich. Sie sind übrigens in der Verspätung schon mittlerweile drin, aber liegt auch daran, dass sie mir ein bisschen. Naja, versuchen wir es vielleicht ein bisschen voran, aber sogar, alles gut. Umso höher die Stufe, umso mehr Fahrgäste, umso besser ist. Das ist hier eine Ecke, ey. Die Straße. Du musst jetzt, wie gesagt, die Route mit mindestens 3 Sternen abschließen, dann sollte das eigentlich schon funktionieren. Dann sollte es eigentlich reichen für die Mission. Boah, Alter, gerne aber. Alles kann ausgebaut werden. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. So. Alter Mann. Sehr viele Faktoren. Wir müssen halt, wie gesagt, gut wie möglich fahren. Also 5 Sterne werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen, aber wie gesagt, das Minimum ist in 3. Ich glaube, dann hätten wir sogar, haben wir sogar die Mission abgeschlossen wieder in diese Folge. Dann haben wir einiges geschafft auf jeden Fall. Ich sage, dass ich meine erste Folge, die ich eigentlich aufgenommen hatte, nicht gezählt hat, warum auch immer. So, die nächste habe ich dann, die ausgebaut werden kann. Einfache Fahrt. Ah, Senior Tipp. Danke. Das Wetter ist einfach. Dass du nicht irgendwelche Scheine mal rausgeben kannst oder so, das wäre natürlich cool noch. Das wird es ein bisschen einfacher machen, weil so 24 Euro die ganze Zeit Kleingeld rausgeben muss, dann hast du ja aber keine Kohle mehr in der Kasse. Das beste Wochenende unseres Lebens! Okay, nimm weniger bitte. Nächster. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht noch schneller wäre. Ach, geht doch einfach weiter. Ich wollte gerade sagen. Weiter geht's, da gibt es nichts zu sehen. Dankeschön. Das ist aber knallevoll, der Bus, wenn die alle hier stehen. Ja, wir scheinen auch schon voll zu sein. Hä? Ich bin halt schon vorbeigefahren, ich hab da alle mitgenommen. So, Haltestelle kann ja auch wieder ausgebaut werden. Ja gut, es ist wie gesagt Hauptverkehrszeit, ne? Es kann natürlich sein, dass es halt extrem voll ist.
wieder rein, Türen zu, weiter geht die Reise. Das neulich war eine super Zauberer-Show. Die können tolle Sachen, sind wirklich begabt. Mein Fenster aufmachen. Von einer. Boah, da! Das ist halt genau das manchmal. Mit dem habe ich jetzt auch nicht nochmal gerechnet, dass der noch einer rüber rennt. Der Alter, der letzte. Ich habe extra nach links geguckt, da war ja nichts mehr los, kam ja nichts mehr. Und der kam dann noch rüber gerannt jetzt. Aber gut, okay, alles gut. So, nächste Haltestelle ist Observatory. Dann hätten wir fast alle halt alle. Hi. Oh, hey. Ich bin gerade im Bus. Ja. Im Bus. Mhm. Ich denke, wir sehen ihn morgen. Oh. Warte mal kurz. Wiedersehen. Tschüssi. Einen Einzelfahrschein, bitte. Danke. Gestern war ich mit Fisch Kaffee trinken. Sie ist wund. So, der wollte ich doch nicht rübergeben, warum auch immer. Raus, der nicht raus sollte. Auch das gibt wieder positive Bewertungen. Hey, haben Sie ein Schlagloch-Suchgerät? Nee, ich finde die so. Man muss doch schnell genug fahren, dann fliegt man auch drüber. Straße. So, Hillside Stop und dann nennen wir die Nürnberger wieder. Wieder einfach eine Haltestelle und Rollstuhlfahrer, okay. Hallo. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, ja, ich baue kurz die Haltestelle aus. Jetzt ist er weg, dafür ist es hey, hey, hey. Danke. So. Jo, gerne. Hi. Hallo. Nochmal eine Fakate einfach. Fakate, 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 Fakate. So. Hier kann man wieder reinziehen. So. So, letzte Haltestelle ist hier hinter der Kurve. Irgendwann zumindest, die kommt ja hinter dem Hügel. Ja, ja. Und dann hoffe ich, dass wir die drei Sterne haben, dann haben wir die Aufgabe gelöst hier. So, und dann sagt er weg, Academy auf 5. Zahltag, jetzt habe ich, dass ich eine gute, sehr gute Bewertung habe dafür.
88.000, 4 Sterne. Sehr geil. Wir haben die Aufgabe, glaube ich, gelöst. Oder? Novak Academy. Auf einer Route wären wir drauf. Warum? Ich hab die doch geschafft. 3 Sterne von 88. Dass ich die jetzt nicht geschafft habe, die Aufgabe. Kriegst du den Stern? Ich wundere mich, dass ich die jetzt nicht habe. Ich hätte zufriedener von 3 Sternen wären in der Hauptwerkzeug. Wunder mich halt jetzt gerade. Aber ich sag, warum krieg ich die nicht hin? Ist das verraschen? Warte. Jetzt zusätzlich. Ja, aber im Hauptwerkzeug, ich hab die doch drin. Während der Hauptwerkzeug der Fahrer. Ich wundere mich halt jetzt gerade, dass ich die nicht habe. Ich habe den Rollstuhlfahrer vergessen jetzt, oder? Moment mal. Hört jetzt, oder? Oh, upsi! Ich habe noch 2 Leute vergessen, die sind noch drin. Entschuldigung, das war kein Abschluss. Entschuldigung. Ferienorte haben berichtet, jetzt haben wir sie dass geschafft. Sie von Touristen okay, überschwemmt. Das war das Problem. Wir müssen Leute mal aussteigen. Erfolg. Pipi, Aufgabe gelöst. Neuigkeiten. Ted hatte recht. Timber Ridge oh, ist ein entzückender Ort und Touristen lieben ihn einfach. Natürlich hat auch deine Kampagne das Interesse an Timber Ridge steigen lassen. Tatsächlich wollen so viele Leute hin, dass wir dort das Streckennetz ausbauen müssen. Ist das nicht großartig? Ja, cool. In der nächsten Mission, nächste Folge geht es dann wieder mit dem überwältigenden Erfolg. Bis dahin und tschüss. Dann bis Simulator 21.